Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Geburtshilfe. Für Frauen, die ein Baby bekommen, stellen sich große Fragen. Welche Klinik ist für mich die richtige und was bedeutet eigentlich gute Geburtshilfe? Das sind unsere Themen heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Holger Maul. Er leitet zusammen mit Professor Gerhard Gebauer die Asklepios Frauenkliniken Barmbek und Nordheidberg. Und er ist verantwortlich für den Schwerpunkt Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Maul. Danke für die Einladung. Sagen Sie uns doch bitte, was zeichnet eine gute Geburtshilfe aus? Eine gute Geburtshilfe zeichnet sich dadurch aus, dass sie Sicherheit bietet, ohne dass man an jeder Stelle merkt, dass es sich hier um einen medizinischen Betrieb handelt. Das ist ja etwas, was wir nach Möglichkeit so ein klein bisschen außen vor halten wollen, denn letztendlich ist die Geburt ein physiologischer Vorgang, etwas Normales, aber wir wissen natürlich alle, etwas Normales, was Risiken mit sich bringt. Und das wollen wir aber nicht überbetonen, sondern nach Möglichkeit einfach das Gefühl des Netzes, des doppelten Bodens den Müttern vermitteln, den Vätern vermitteln. Und ich glaube, dann sind wir im Bereich der guten Geburtshilfe. Ja, wo fängt die denn an und wo endet die? Gute Geburtshilfe beginnt letztlich mit Eintritt der Schwangerschaft. Die Schwangerenvorsorge, wie wir sie in Deutschland praktizieren, ist, ich möchte fast sagen, einzigartig auf der Welt. Sie ist hervorragend organisiert. Wir haben sehr enge Vernetzung zwischen den niedergelassenen Praxen und den Kliniken. Die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen schicken sehr früh auch in Kliniken, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Wir können dann uns ein eigenes Bild machen, deeskalieren wieder, arbeiten sehr eng mit den Kollegen in der Praxis zusammen. Und es kann natürlich auch sein, dass wir Frauen in der Schwangerschaft durchaus auch längerfristig stationär aufnehmen müssen. Aber auch da ist es so, das versuchen wir so kurz wie möglich zu halten und wissen dann, dass die Frauen auch im ambulanten Setting hervorragend betreut sind. Aha, das heißt also, wenn jetzt eine Frau bei Ihnen ihr Baby bekommt, wie alt ist das Baby dann, wenn Sie es zum letzten Mal sehen, wenn alles gut gegangen ist? Wenn die Mutter entlassen wird, meinen Sie? Ja, also die Mutter wird normalerweise ja mit ihrem Kind dann nach Hause entlassen. Da sind die Kinder, je nachdem, wann sie geboren wurden, so zwischen 2 und 7 Tage alt. Ja. Es gibt aber auch Mütter, die sich für die ambulante Geburt entscheiden, also die Geburt mit Frühentlassung. Sie können sich in Deutschland, wenn sie keine PDA hatten, also Periduralanästhesie, nach 4 Stunden entlassen lassen, wenn eine entsprechende Peritoralanästhesie gemacht wurde, nach 6 Stunden. Also wenn Sie fit sind, sich wohlfühlen, können Sie gerne nach Hause gehen. Ja, genau. Was ist denn Ihr persönliches Ziel für die Mütter? Mein persönliches Ziel ist, dass eine Mutter im Rückblick über ihre Geburt sagen kann, es war einfach toll. Alles ist gut gelaufen und wir haben, ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Wenn wir das auch auf Jahre hinaus erreichen, dann haben wir gewonnen. Nun werden ja die Mütter immer älter, das heißt, die bringen immer schon mehr Leben mit als eine junge Mutter, die zum Beispiel mit 20 zu ihnen kommt. Und Mütter möchten dann sicherlich auch ihre Geburt planen. Können Sie das zusammen mit denen tun? Wie weit geht das eigentlich, dass man sowas planen kann? Also planen ist natürlich sehr schwer. Planen können Sie im Grunde genommen nur einen Kaiserschnitt. Das ist das Einzige, was Sie planen können. Da können Sie einen Termin vereinbaren und sagen, morgen früh um 8, übermorgen früh um 8, da geht's los, dann machen wir den Kaiserschnitt. Die natürliche Geburt lässt sich, und das ist möglicherweise auch, nicht nur möglicherweise, sondern meiner Ansicht nach etwas auch Besonderes und etwas sehr Wichtiges, eben gerade nicht planen. Mhm. In meinen Geburtsplanungsgesprächen spielt eine große Rolle immer die Vermittlung der Unplanbarkeit. Also, dass man sich darauf einstellt, was kommt denn eigentlich danach auch auf mich zu? Viele Dinge sind unplanbar. Der Einstieg in Schwangerschaft, in Geburt, hat immer damit zu tun, dass man auch hinnimmt, dass Dinge unplanbar sind, unplanbar werden, anders als man das in seinem bisherigen Leben so gewohnt war. Unplanbar heißt das auch, dass man sich nicht vorbereiten kann? Man kann sich vorbereiten, man kann sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, aber wie es dann wirklich wird, das kann Ihnen keiner vorhersagen. Ja. Unterstützen Sie Mütter dabei, dass die Zeit zu planen oder die Zeit zu bewältigen, wenn sie wieder zu Hause sind, also die Klinik verlassen haben? Ja, selbstverständlich. Das fängt ja an unmittelbar nach der Geburt mit dem frühen Bonding, mit der Unterstützung beim Anlegen des Kindes, mit der Stillunterstützung. Das sind ganz viele Sorgen, die Mütter dort umtreiben, das möglicherweise nicht zu können, dazu nicht in der Lage
Lage zu sein und ihnen da den Rückhalt zu bieten, zu sagen, ja, auch wenn es vielleicht vorübergehend mal nicht funktioniert, du findest den Weg wieder zurück zu dem Normalen, zu dem Physiologischen, lass dich da nicht beirren, du schaffst es. Sie sagten ja eingangs, dass es wichtig ist, nicht zu viel Apparate um sich herum zu haben, also schon medizinisch gut aufgehoben zu sein, aber dennoch sich nicht so sehr zu fühlen wie in einer Klinik. Wie macht man das? Naja, ich glaube natürlich schon an die Apparatemedizin. Ja, klar. In der Geburtshilfe ist es unglaublich wichtig, dass wir hervorragende Ultraschallgeräte haben, dass wir CTG-Geräte auf dem neuesten Stand haben, dass wir die fetale Überwachung gewährleisten können, dass wir OP-Räume haben, die so ausgestattet sind, dass wir dort auf dem neuesten Standard sind, dass wir alle Hygienerichtlinien einhalten können und die Qualität von A bis Z passt. Aber es ist eben etwas, was wir nicht in den Vordergrund rücken wollen. Mhm. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, das zu verstecken. Das beginnt mit Vorhängen, das beginnt mit einer gemütlichen Atmosphäre, die man schafft. Jeder, der einmal einen Kreißsaal besichtigt hat, der weiß, dass es dort nicht mehr aussieht wie in einem OP-Saal, wo bis zur Decke gekachelt ist, sondern dass wir eher versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich auch, wenn man nicht schwanger ist, wohlfühlen würde. Ja, und wo auch der werdende Vater mit hinkommen kann, ja, selbstverständlich. Also das wird ja gerne auch immer wieder, das ist eine der wichtigsten Dinge eigentlich oder Innovationen der Geburtshilfe der letzten 30 Jahre, dass dieses komplette Ausgrenzen der Väter, die bis ja in die 80er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts nur dazu dienten, die Frauen in den Kliniken abzugeben und sie dann zurückbekamen mit Kind, genau, oder Kindern, das ist Gott sei Dank Vergangenheit. Heute sehen wir es als ganz elementaren Bestandteil der Geburtshilfe an, dass die Väter mitkommen, dass die wissen, was geschehen ist, dass bei ihnen eben gerade keine Filme ablaufen, was könnte geschehen sein, sondern dass sie eine Vorstellung, eine ganz konkrete Vorstellung dabei haben, wie die Geburt gelaufen ist, wie ihr Kind auf die Welt gekommen ist. Und auch wenn es für den einen oder anderen Vater vielleicht schwer zu ertragen ist und es durchaus auch Väter gibt, die darunter leiden, es erlebt zu haben, ist die der Umstand, es möglicherweise nicht erlebt zu haben, oft noch viel, viel schlimmer. Aha. Nun sagten Sie ja auch, dass Sie ja nun Chef von zwei verschiedenen Häusern sind, also die Abteilung, die erstreckt sich über zwei verschiedene Häuser. Wie wirkt denn das dann auf die werdende Mutter, auf Ihre Patientin sozusagen? Was hat die davon? Wir haben an beiden Standorten unterschiedliche Prägungen oder Schwerpunkte. Während wir in Heidberg sehr stark den Fokus in Richtung babyfreundlich haben, haben wir im Bereich Barmbek oder haben wir im Mastibus-Klinikum Barmbek den Schwerpunkt, wenn Sie so wollen, Hightech-Medizin. Beides sind Perinatalzentren der höchsten Versorgungsstufe. Beides sind sogenannte Level 1 Perinatalzentren mit der entsprechenden neonatologischen Versorgung, aber eben doch mit unterschiedlichem Charakter. Ja, jetzt haben Sie so eine Menge Fachworte untergebracht, also perinatal rund um die Geburt, neonatologisch die Frühgeburten. Was heißt das jetzt zum Beispiel? Also da geht es ja dann zum Beispiel um die Chirurgie vielleicht auch, die Kindern zugutekommt jetzt in Barmbek. Um welche Krankheiten können denn Frühgeborene oder Geborene überhaupt haben? Das ist sehr vielschichtig. Also wir haben auf der einen Seite den großen Block der Frühgeborenen, also all diejenigen Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, sind definitionsgemäß Frühgeborene und bedürfen eines besonderen Schutzes, einer besonderen Fürsorge. Hier sind natürlich vor allen Dingen die Kinder, die Geburtsgewichte von unter 1500 Gramm haben, besonders hervorzuheben. Also in der Regel Kinder, die vor 32/34 Wochen geboren wurden. Und dann geht das natürlich runter bis an die Grenze der Lebensfähigkeit. Wir haben durchaus Kinder, die zwischen 22 und 24 Wochen auf die Welt kommen. Hier ist wirklich alles gefordert an medizinischer Versorgung, damit hier ein gesundes Überleben nach Möglichkeit möglich wird und die Eltern nicht langfristig damit konfrontiert sind, einen Pflegefall zu betreuen. Wie groß ist denn die Chance, dass ein Kind, das so früh geboren wird, 22., 23., 24. Woche, ohne einen Schaden in Gänsefüßchen davonkommt? Ja, die Wahrscheinlichkeit variiert auch da von Woche zu Woche. Also die Wahrscheinlichkeit, jeder dass Tag zählt eigentlich. Da zählt sogar, ne? Wirklich, ja. An der Grenze der Lebensfähigkeit zählt ja natürlich jeder Tag. Das ist ja in höheren Schwangerschaftswochen bei weitem nicht mehr so bedeutsam. In der Frühphase ist es so, dass wir
zunächst mal mit einer sehr hohen Sterblichkeit der Kinder konfrontiert sind. Das heißt, ein nicht geringer Anteil der Kinder, zum Teil über 50%, verstirbt, wenn sie sich zwischen 22 und 24 Wochen befinden. Danach sinkt das auf unter 50% ab, durchaus auch unter 20 oder 30%. Und dann geht es nur noch darum, dass die Kinder, die überleben, die sollen natürlich nach Möglichkeit gesund überleben. Ja. Wenn sie sich vor 24 Wochen befinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit für schwerere Behinderungen bei etwa 50% der überlebenden Kinder. Das ist natürlich ein schweres Schicksal, ein furchtbares Schicksal, was es unbedingt abzuwenden gilt, mit allen Mitteln, die die Medizin zur Verfügung stellt. Wenn sie sich in späteren Schwangerschaftswochen befinden, sinkt das entsprechend, sodass wir dann beispielsweise in der 29. Schwangerschaftswoche eigentlich davon ausgehen können, dass wir fast keine langfristige Morbidität, wie wir das nennen, also kein gesteigertes Krankheitsrisiko mehr für die Kinder haben. Eins, was ja Schwangere immer wieder sehr bewegt, ist das Thema Kaiserschnitt. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, kann man eine Geburt planen oder nicht? Da sagten Sie, ja, man kann den Kaiserschnitt planen. Den Termin des Kaiserschnittes kann man wahrscheinlich planen, aber auch ansonsten gibt es da ja für und wider. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, ich bin bekannt dafür, dass ich dem Kaiserschnitt nicht feindlich gegenüberstehe, wie das momentan in Deutschland auch immer wieder durch verschiedene Diskussionen in den Medien, auch in Foren, immer wieder zum Ausdruck kommt. Meines Erachtens ist ein großer Teil dieser Diskussion relativ unreflektiert. Natürlich ist es unser Ziel und unsere Pflicht, dass Kaiserschnitte nur dann durchgeführt werden, wenn die medizinische Indikation steht, wenn also wirklich Gründe vorliegen. Diese Gründe sind sehr vielschichtig. Diese Gründe können auch darin bestehen, dass eine Schwangere Angst vor einer natürlichen Geburt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Das steht uns aus meiner Sicht nicht an, darüber zu urteilen, warum jemand Angst vor einer bestimmten Situation hat. Aber jeder hat Erlebnisse, die er vielleicht auch nicht unbedingt jedem schildern möchte, selbst seinem eigenen Arzt nicht, seiner eigenen Ärztin nicht, sodass ich mich da auch zurücknehme. Ich versuche alles, die Frau auf den Weg der natürlichen Geburt zu bringen, wenn sie denn offen dafür, wenn sie überhaupt dafür offen ist. Ja. Das kann ja auch von vornherein eine grundsätzliche Ablehnung im Raum stehen, auf den Weg zurückzuführen. Gebe dann aber den Weg auch frei zum Kaiserschnitt, wenn ich die Situation so sehe, dass ich ihn als das weniger traumatische Verfahren für die Mutter sehe, die für mich immer vorgeht. Für die Kinder sind zumindest hypothetisch durch die natürliche Geburt einige Vorteile zu erwarten, wie beispielsweise geringeres Asthma-Risiko, geringeres Diabetes-Risiko, weniger Anpassungsstörungen. Aber ganz viele dieser Probleme sind nicht wirklich bewiesen oder sie zumindest stehen die wissenschaftlichen Daten, die hier immer wieder gerne auch aufgegriffen werden von den Medien, auf sehr dünnem Eis und halten einer kritischen Bewertung letztlich nicht wirklich stand. Sodass es am Ende doch zusammen mit der Mutter entschieden werden kann. Ich denke, die Mutter muss den Ton angeben. Ich habe in meiner 20-jährigen geburtshilflichen Erfahrung nie Erfolg damit gehabt, Menschen umzustimmen oder auf einen Weg bringen zu wollen, den ich persönlich für den richtigen Weg gehalten habe, wenn an anderer Stelle schon Entscheidungen gefallen waren. In der Regel verbrennt man sich da ganz übel die Finger und richtet möglicherweise sehr großen Schaden an. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.astepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.